Gut, Shalom Aleichem, gut Morgen allerseits. Nun, jetzt ist langsam Sommer. Und was wollen die Menschen am Sommer? Am Sommer wollen die Menschen Genuss. Genuss, Vergnügen, gute Sachen, schmackhafte Sachen, kühlte Sachen, gezuckerte Sachen, sehr viele gute Sachen. Allgemein am Leben gibt es zwei Gruppen von Sachen. Es gibt das, was der Mensch muss haben, und es gibt Luxus oder in anderen Wörtern elementar, nötig und Luxus und Vergnügen. Zum Beispiel Brot ist elementar, nötig. Wein, Kaviar ist Luxus. Genauso Wohnung, wo zu wohnen. Kleider ist elementar. Schmuck, schöne Garderobe, große Schuhe, Taschen ist Luxus. Luxus. Was will der Mensch? Normaler Mensch, was will er? Elementar oder Luxus? Luxus, gib doch zu. Elementar, was wir sind jetzt. Ein Mensch will Luxus, ein Mensch will Genuss, ein Mensch will Vergnügen haben. Das ist die Natur von dem Mensch. Bitte schön. Бог, а то они, наверное, на полном шаге не двое. Всегда человеку дано две разные вещи в жизни. Это или люксус в нашей жизни, или то, что нам необходимо, элементарные вещи. Одежда, еда. И есть какие-то вещи, которые выше этого, которые нам вроде как и не нужны, но все равно приятно, когда они у нас есть. Это уже относится к таким продуктам люксуса, которые в жизни не обязательно необходимы, но человек, когда их имеет, он этому рад. Окей, heute lernen wir über die Bracha Bore Nefashot Rabot Vechesronan. Wir lernen über die Bracha, dass Gott hat geschafft sehr viele Seelen und Bedürfnisse und er hat alle Mangel von alle Luxus gemacht. Was heißt das? Ich erkläre das Step by Step, bis die Sache wird geklärt sein. Zuerst sage ich die Bracha. Baruch ato, Hashem, Elohikeinu, Melech Oilom, Boire Nefoshos Rabois Vechesroinon, Al Kol Mashaboros, Elohes Nefesh Kolchoi, Baruch Hei Oilomim. Gelob seist du ewiger, unser Gott, König der Welt, der viele Geschöpfe und deren Bedürfnisse geschaffen hat. Dank dir für all das, was du geschaffen hast, um alles Lebenden zu erhalten. Gelobt seist du, Lebender alle Zeiten. Verstanden? Okay. Сегодня будет речь идти о благословении Божьем за то, что Он создал столько много разных существ и все потребности для этих существ, и что Бог создал все живое на земле и благословил это. Gut. Ich beginne so, jetzt ist Sommer. Im Sommer gibt es bestimmte Früchte. Welche Früchte haben wir am Sommer, besonderes? Erdbeer, Trauben, Wassermelone, Kirschen, wie? Birnen. Birnen nicht so Sommer. Apfel ganzes Jahr. Nektarinen, Aprikose. Nektarine, Schkojach, also gibt sehr viele Früchte. Nicht nur das, in einem guten Market gibt es auch Säfte. Säfte. Als wir waren in Israel, in Tel Aviv, gibt es einen Schuk, Schuka Karmel. Gut, in Schuka Karmel gehen wir rein, gibt so einen Mann, der macht so Saft. Guten Saft. Und dann habe ich gedacht, ich trinke Granatäpfelsaft. Weil man sagt, Granatäpfelsaft hat sehr viele Vitaminen, Eisen. Gut, habe ich getrunken. Nachdem der Mensch trinkt einen Luxus, ein schönes Frucht oder ein schönes Saft, später sagt er, diesen Segen
dass Gott hat geschafft so viele Mangel in dieser Welt und so viel Luxus und Bedürfnisse zu erfüllen. В летнее время очень много фруктов произрастает на нашей земле. И когда человек пьет, например, сок граната, потому что из многих фруктов делают различные вкусные соки, то это уже считается люксусом. Да, что это превосходит все ощущения, что в этом плоде есть очень много витаминов, железа, различных других веществ полезных. Это считается люксусом, и поэтому произносится благословение, что при выпинге этого сока, что это мы благословим Бога за то, что Он создал то, что нам не хватает, и за то, что у нас есть люксус в жизни. Ja, auch Sommer essen die Menschen sehr gerne Eis, Marogene. Schmeckt ein gutes Eis im Sommer. Es gibt so viele Sorten. Und Menschen essen gerne, es ist kalt. Und man will nehmen einen kleinen Becher und essen ein bisschen Eis. Eis ist Luxus. Es muss nicht, man kann leben ohne Eis, aber wenn ein Mensch Schabbes oder kommen Gäste oder heiß und er will ein bisschen genießen, warum nicht? Soll er essen Eis, aber später soll er machen diese Bracha, Beurene Forsches. Soll er nicht vergessen, auch Gott danken, nicht nur auf die elementare Sachen, nicht nur auf die Grundlage Sachen, sondern auch für die Feinheiten, auch für den Luxus wie Früchte, Säfte, Eis, Kaffee, Tee, die Espresso, Latte, Macchiato, Schokolade, Vanille, gibt es sehr viele Luxus in dieser Welt. Ein Mensch hat getrunken, trinkt gesunderweise, aber später nicht vergessen, Gott zu bedanken, dass er hat alle Sorten von Mangel erfüllt in dieser Welt. Nur Tee. Es gibt ein paar hundert Sorten von Tee. Man kann doch leben ohne Tee, aber Tee oder Kaffee oder die alle Sachen, was haben wir erwähnt, macht schön die Mangel von dieser Welt und es erfüllt den Mensch. Und dafür danken wir Gott für diese Sache. Когда в летнее время человек кушает мороженое, которое, в принципе, не обязательно его кушать, можно хорошо обойтись без мороженого. Но когда жарко, человек кушает с большим удовольствием, и это для человека большой люксус. Точно так же, как все остальные вещи. Кофе, эспрессо, чаи различные сорты. Одного чая есть сотни, множество различных сортов. И после того, когда человек это все к себе принял, он должен обязательно произнести это благословение за то, что Бог создал такой люксус, и что этот люксус помогает человеку легче обходиться с различными недостатками в жизни. Warum? Weil manchmal, wenn man hat alles und zu gut, vergisst man auch zu bedanken auf die guten Sachen. Stell mal vor, du nimmst ein Kind und du gibst ihm Kleider und Essen und einen Tag nimmst du ihn zum Geschäft und du kaufst ihm Wassermelone und du kaufst ihm eine Fanta und Zuckerwatte und Eis und zum Schluss sagt er, ja, warum nur diese Eis, ich will auch diese Eis. Hast du gegeben so viel und dieser kleine Junge mit seiner Chuzpe, mit seiner Frechheit hast du so viel gegeben, erkennt er nicht mehr. Er ist schon betäubt von so viel Gutes. Der sieht das, was fehlt ihm. So wie man sagt in Russisch, Giro Besitza. Also der hat so viel und er tunkt sich in so viel Gutes. Überfluss. Und diese Bracha kommt um uns Menschen auch nicht in so einen negativen Charakter einzuschleppen.
когда на примере маленького ребенка, когда родители с ним выходят куда-то и покупают ему то мороженое, то арбуз, то еще что-то, ребенок начинает капризничать и говорить, что вот этого мороженого ему мало, например, он хочет еще и это, то есть человек теряет вообще ощущение реальности и неблагодарен уже за то, что у него есть. То есть ему много, и из-за этого много, это уже слишком много. И это очень отрицательное качество характера. И чтобы этого не возникло, надо всегда не забывать благодарить Бога за то, что у нас уже есть. Ein großer gelehrter Rabbi Azaria Figo, ein großer Rabbiner, die ich ihm sehr liebe, hat geschrieben mein Buch Bina Leitim. Schreibt, war einmal in dem Market und hat gesehen in seine Augen Menschen probieren Früchte, essen und danken nicht Gott vorher und danken nicht Gott nachher. Und hat gesagt, Gewalt, wo wir sind gelandet. Hashem hat dir gegeben so viel und nicht nur so viel, Elementare hat dir gegeben, nette Sachen, feine Sachen, schmackhafte Sachen. Gib Chodsch a Dank vorher und insbesondere nachher bedanke, wenn ein Mensch gibt dir etwas, auch wenn ein Mensch gibt dir ein Glas Wasser. Was sagst du? Danke. Wenn er gibt dir noch Kaffee, was sagst du? Dankeschön. Wenn er gibt dir Kaffee und Wasser und Kuchen, sagst du vielen Dank. Schkoyach. Ich bedanke mich wirklich. Also, je mehr man gibt dir, du bedankst dich mehr. Aber der Mensch hat so ein klein, knöppeldicken Talent. Schlechte Sachen vergisst er nicht. Er macht von kleinen Sachen groß. Und gute Sachen vergisst er. Und er macht von großen Sachen klein. Das ist die Natur von dem Mensch. Selbstverständlich. Guck mal, Kinder. Ein Kind, seine Mutter gibt ihm alles. Und was erinnert er? Dass sie hat ihm nicht erlaubt, neue Fahrrad zu kaufen oder neue Telefon. Von allem Gutes, was erinnert er? Eines Schlechtes. Ist das schön oder Undankbarkeit? Undankbarkeit. Genauso wie Kinder Gottes. Wir sollen trainieren und achten, Cholile, nicht fallen in Undankbarkeit, sondern Kaffee, Dankeschön. Wasser, Dankeschön. Und natürlich, wenn man sich bedankt, muss man mindestens eine Menge von 86 Gramm oder Milliliter genießen. Darum, normalerweise Tee oder Kaffee trinkt man kleine Schluck. Schluck und noch ein Schluck und noch ein Schluck. Stellt sich die Frage, wenn ein Mensch hat getrunken Tee oder Kaffee und er hat ganz langsam geschluckt, macht er später den Segensspruch, es zählt alle kleine Schluck oder nicht? Das ist unsere Frage. Когда человек ходит, например, и выбирает по базару, то он отвык благодарить Бога за то великое многообразие, что дано нам на нашей земле. То есть мы должны научиться обращать внимание на то, что мы говорим и как мы относимся к тем вещам, которые нам даны. То есть мы должны благодарить и до того, и после того, чтобы не быть такими неблагодарными. И, например, когда человек пьет что-то, да, он должен 86 граммов, миллилитров, как бы получать от этого наслаждение. И тогда вопрос создается, из этих маленьких глотков складывается одно большое, когда надо произносить это благословление. Am liebsten ist so wie in Wien, in Österreich, zu trinken Kaffee mit Wasser. Und dann auch, wenn hat man warm kleine Schluck gemacht, hat man auch getrunken große Menge, um eine Bracha zu machen. Es war sogar Torah-Gelehrter, dass am Anfang haben sie kleine Schluck gemacht und später haben sie gelassen dem Glas
und es ist geblieben viel und dann haben sie beendet. Sie wissen, wenn ein Mensch trinkt Tee oder Kaffee, Anfang ist wichtig und Ende ist wichtig. Habt ihr schon beginnen Kaffee zu trinken und es war so und jemand hat das genommen? Wie ist das Gefühl? Gut oder nicht gut? Nicht gut. Nicht gut. Warum nicht gut? Weil der Mensch will beenden seine Kaffee bis Ende. Und wenn jemand hat seine Ende genommen, schmeckt ihm nicht. Also er will dem Kaffee oder der Tee bis Ende trinken. Und beenden macht auch eine große Spaß, Freude. Sonst bleibt noch irgendein Mangel, stimmt? Hey, wer hat genommen meine Kaffee? Hey, ich bin noch nicht zu Ende. Die Ende hat auch eine wichtige. Deshalb, es gab zwei Gruppen. Manche haben getrunken heiß und dazu auch kalt. Und manche haben getrunken mit demselben Becher zuerst heiß und zum Schluss haben sie gelassen 86 Milliliter und zum Schluss haben sie getrunken in einen Schluck und haben sie die Bracha gemacht. Das heißt, ob man macht so oder macht so, ist unwichtig, aber die Hauptsache soll man in einen Schluck trinken viel und nicht nur eine Tropfe vom Genuss, sondern soll sein eine Menge. Когда мы что-то принимаем или пьем, то очень важно начало и конец. Потому что когда человек, например, начинает что-то пить, и у него забрали то, что осталось в чашке, у него такое ощущение, что ему это невкусно, что он не допил. Поэтому очень важно начинать, когда пить, получать удовольствие, и когда вы кончаете. Например, некоторые мудрецы выпивают так, что они вначале чуть-чуть горячего выпивают, потом чуть-чуть холодного, что в общей сумме получается много жидкости, и тогда под конец остается 86 миллилитров, которые можно выпивать и получают от этого удовольствие и произносят благословление. То есть все должно иметь начало и конец. Я туда. Jetzt was passiert, wenn einer hat getrunken? Und er hat noch nicht Borene Faschot gesagt. Er hat noch nicht Gott bedankt für den Getrunk. Und dann, Entschuldigung, euer Respekt, er muss gehen in Toilette, um Wasser zu geben. Und er geht raus von Toilette und er wäscht seine Hände. Und Sie wissen, nach der Toilette muss man auch Gott danken, dass alles funktioniert. Jetzt, was soll er zuerst machen? Zuerst bedanken auf den Genuss und Luxus von Kaffee? Auf das, was er hat getrunken? Oder soll er zuerst bedanken auf das, was ist raus? Soll er bedanken auf die Toilette? Habt ihr verstanden die Frage? Okay. Das ist die Frage. Die Antwort lautet, oh, sehr gut. Zuerst soll er Gott bedanken für die Toilette. Weil wenn es ist raus, es ist ein Wunder. Und das ist eine Dankbarkeit, dass das Körper funktioniert. Und Luxus ist ein Beweis, dass meine Seele funktioniert. Wer braucht Luxus? Körper oder Seele? Seele. Seele. Körper braucht nicht Luxus. Körper kann leben von Brot und Gemüse. Körper braucht nicht Vanilleeis. Körper braucht nicht Espresso. Die Seele braucht Espresso. Körper braucht Wasser. Das Vergnügen. Genau, Seele braucht Luxus, Orangensaft, Apfelschorle. Der Körper kann leben ohne Apfelschorle. Aber die Seele will schmackhafte Sachen. Deshalb, wenn einer ist reingekommen in Toilette und er geht raus und er muss Gott bedanken, zuerst soll er bedanken für das Elementar, dass sein Körper funktioniert und er konnte Gott sei Dank gut in Toilette gehen und dass alles funktioniert. Alles, was zu ist, offen. Alles, was offen ist, zu. Alles funktioniert gut. Später soll er Gott bedanken, auch für die Seele, für den Luxus. Иногда бывает так, что человек во время принятия пищи, ему надо отлучиться в туалет. Вопрос, какое благословение надо произносить в начале? Потому что мы должны благодарить Бога и за то, что у нас в нашем организме все хорошо работает, слава Богу, и что все идет как надо.
Поэтому в первую очередь, когда человек выходит из туалета, из ванной комнаты, помыл руки, он произносит в начале благословение, что его организм хорошо работает, что там все налажено. И только потом он уже благодарит Бога за люксус, потому что то, что мы принимаем, кофе, что-то особенное, это нужно для нашей души, потому что наш организм может обходиться простыми элементарными вещами. Jetzt, wann sagt man Bore Nefashot? Bore Nefashot sagt man auf alle Essen und Getränke, außer Brot, außer Kuchen, außer Trauben, außer Wein und außer sieben Früchte Israel, Olive, Datteln, Feige, ja? Nein, Tutzadeh ist Erdbeer. Oliven, Feige, Datteln, Trauben, ja, diese, komm, was sind die sieben Früchte Israel? Weizen, Gerste, Datteln, Olive, Feige, Trauben und Granatäpfel. Auf diese alle sieben macht man nicht Borene Fashot, das ist extra Bracha, extra Segensspruch, weil die sind wichtig. Deshalb, Wein kann man nicht vergleichen, Wein mit Wasser oder mit Cola. Oder mit Fanta. Wein ist echter Luxus. Wein braucht eine extra Bracha. Genauso volles Essen, Kuchen hat auch eine extra Bracha. Jetzt was passiert? Wenn einer hat getrunken Wein und dazu hat er auch Wasser getrunken, braucht er zum Schluss zwei Segenssprüche oder eine? Die Frage ist, warum hat er getrunken Wasser? Hat er getrunken Wein und er wollte auch Wasser trinken, dann braucht er nur eine Bracha. Aber wenn er wollte nur Wein trinken, aber plötzlich kriegt er noch einen Durst und er bestellt noch eine Flasche Soda und er trinkt Soda, dann ist es ein extra Genuss. Er kann nicht mischen die beiden. Ich gebe noch ein Beispiel. Feigen und Apfel. Feigen ist von den sieben Früchten Israel. Apfel nicht. Hat er gegessen jetzt Feigen und Apfel, welche Bracha macht er zum Schluss? Von der Feige oder von dem Apfel? Beides. Von die Nein, warum beides? Warum beides? Apfel ist nicht Israel. Apfel ist nicht Israel, dann macht er von der Feige, sehr gut. Это благословение произносится, когда мы принимаем пищу и когда мы пьем кофе, воду. Не произносится это благословение, когда мы принимаем хлеб, пирог, вино или виноград. Плюс произносится особое благословление, когда вкушаются семь фруктов Израиля. Это гранатовое яблоко, это датель, это фиги, это оливки, это пшеница и ячмень. Leicht zu merken, zwei kann man nicht essen, Weizen und Gerste. Zwei haben Kerne drinnen, Oliven und Datteln. Zwei kann man komplett essen, Trauben und Feigen. Und eine muss man schälen, Granatäpfel. Das ist immer die Bilder 2, 2, 2, 2 plus eine Ausnahme. Verstanden? Ja. So, nur so kann man die Reihenfolge merken. Bitte? Это всегда группы по два. То есть две. То, что нельзя в сыром виде кушать, это пшеница и ячмень. Потом то, что имеет косточки внутри, это оливки и датль. Потом виноград. То, что надо очищать, это гранатовое яблоко и... Feigen und Trauben. И фиги. И фиги еще. Фиги. Okay. Все семь yeah. фруктов Израиля. Тогда это произносится особое благословение. Jetzt zum Schluss erzähle ich euch zwei Geschichten von Rabbi Avraham ibn Ezra. Rabbi Avraham ibn Ezra war ein großer Tzaddik und mit einer großen Sterne im Himmel, aber seine Sterne war dunkel. Manche Leute haben kein Licht in ihre Sternen im Himmel. Und bei ihm war so eine gute Stern, aber ohne Licht. Und er hat gesagt, egal was er tut, hat er kein Glück.
wenn er verkauft Kerzen, die Sonne scheint 24 Stunden. Wenn er beginnt zu verkaufen Todeskleider, die Menschen leben für ewig. Also der hat kein Glück in sein Leben, in die irdische Sachen. In die geistige, beim Lernen, beim Tora-Lernen war er Genie. Seine Schüler haben sehr Mitleid gehabt, dass ihre Rabbi ist so arm. Sie haben nicht gewusst, was zu tun. Und dann haben sie genommen ein Päckel mit Geld. Und sie haben gedacht, sie werden den Päckel mit Geld legen auf die Brücke, wo der Rabbi geht jeden Morgen in die Synagoge. Und er wird finden, dieses Geld. Und er wird Gott bedanken. Und dann hat er Geld, von was zu leben. Haben sie gesammelt Geld. Haben sie gelegt dieses Geld in eine Tüte. Und sie haben gelegt auf die Brücke. Und sie wollten, dass ihre Rabbi geht und findet dieses Paket und Gott bedankt. Am dem Morgen, als Rabbi Avraham ibn Ezra kam zur Brücke, denkt er, ah, warum bin ich Gott nicht so dankbar? Ich muss Gott mehr dankbar sein. Ich habe doch Augen. Ich sehe doch alles. Was wäre, wenn ich blind gewesen? Wie ist dieses Gefühl, blind zu sein? Dann hat er sich entschieden, die ganze Brücke zu gehen, mit geschlossenen Augen und zu spüren, wie ist das, blind zu sein. Dann geht er in die Brücke, die ganze Brücke, mit geschlossenen Augen. Und als er kommt zu der anderen Seite, die Schüler sehen, gerade heute schließt er die Augen. Sie haben gefragt, Rabbi, warum schließt du die Augen? Sagt er, ja, ich wollte Gott bedanken, dass ich sehe. Sie haben gesagt, ja, aber hättest du die Augen geöffnet, hättest du gesehen unsere Portemonnaie. Sagt er, Gott wollte nicht, dass ich das sehe. Er wollte, dass ich was anderes sehe. Deshalb Gott öffnet jeden Mensch seine Augen so, wie er will. Und jeden Mensch hat seine bestimmten Sterne-Schicksal. Historie одного Равина. Равин Авраам бен... Ибн Эзра. Ибн Эзра. Он был, родился под такой звездой, что все, что он не начинал, все у него не удавалось. Если он решил продавать свечки, то светило солнце 24 часа. Если он решил продавать одежду для погребений, то люди жили вечно. Единственное, что ему хорошо удавалось, он учил Тору, он был гением, у него было очень много учеников. Его ученики решили ему как-то помочь, что почему он так бедствует. И собрали для него небольшую сумму денег и решили эту сумму запаковать и оставить на месте моста, где он каждый день переходил дорогу. И когда он подошел к этому мосту, ему пришла такая мысль в голову, что он недостаточно много благодарен Богу, и что он все-таки вот имеет глаза, он может видеть. И он решил попробовать, как это ощущается, если человек не видит. И он решил пройти весь мост, на котором лежал пакет учеников с деньгами, с закрытыми глазами. И когда он перешел весь мост с закрытыми глазами, его встретили ученики и сказали, почему же ты вот именно сегодняшний день решил закрыть глаза. Тогда он сказал, что Бог открывает каждому человеку на определенные вещи глаза. Значит, Бог не хотел, чтобы я видел этот маленький сверток. И еще одна последняя история про Раби Авраам ибн Эзра. Потому что его шиксал был всегда без света в его стерне, он его einmal verkauft als Sklave. Es waren Zeiten, wo hat man Menschen festgenommen und hat man sie verkauft an andere Menschen. Und derjenige, der hat ihn gekauft, war ein Bischof, ein Geistiger und ein Ratgeber von einem König. Und Rabbi Avraham ibn Ezra war ein guter Diener von ihm, von dem Bischof. Und einen Tag sieht er seine Besitzer ganz traurig und bekümmert, sehr mit großem Schmerz. Fragt Avraham seinen Bischof, seinen Besitzer, warum sind sie heute so dunkel, warum sind sie heute ohne Licht? Sagt er, ja, weil der König hat mir 5 Fragen gestellt, die ich nicht antworten kann.
Und er hat gesagt, wenn ich das bis morgen nicht antworte, ich verliere meinen Job. Sagt er, was sind die Fragen? Sagt er, die erste Frage ist, wo ist Gott? Die zweite Frage ist, wo ist der Zentrum von dieser Welt? Die dritte Frage, der König wollte wissen, wie viel ist er wert von Geld? Die vierte Frage, er wollte wissen, ob ich bin so ein begabter Geistiger, ob ich weiß, was er denkt. Ob ich kann seine Gedanken lesen. Und die fünfte Frage, ob ich ihm etwas zeigen kann, das er hat noch nie in seinem Leben gesehen. Und was soll ich ihm antworten? Ich habe nicht mal eine Antwort auf diese schlimmen Fragen. Woher weiß ich, wo ist Gott? Woher weiß ich, wo ist das Zentrum von der Welt? Was soll ich sagen dem König, wie viel ist er wert? Woher soll ich wissen, was er denkt? Und was soll ich zeigen einem König, was er hat noch nie gesehen in seinem Leben? Sagt Rabbi Avraham Eben Ezra, keine Sorgen, ich helfe dir. Еще одна история из жизни этого раввина. Было время, когда его продали в рабство. И он попал к одному бишофу, который был на службе у одного короля. И он служил ему хорошо, а в один день этот бишоф был очень грустный. И тогда Рабби Авраам спросил его, почему ты такой грустный? Он говорит, король задал мне 5 вопросов, на которые у меня нет ответа. Первый вопрос, что такое Бог? Второе, где находится центр нашего мира? Третий вопрос, он должен был сказать королю, сколько он стоит в деньгах, сколько ценностей имеет сам король, и может ли бишоф, если он такой умный и мудрый, читать все его мысли? И может ли он ему показать что-то такое особенное, чего он еще никогда не видел? И тогда Рабби Авраам сказал ему, не беспокойся, я тебе помогу. Sagt Rabbi Avraham zum Bischof, ich bin bereit dir zu helfen, aber ich brauche deine Hilfe. Zuerst möchte ich morgen deine Kleider haben. Ich gehe anstatt dir zum König zu antworten. Das ist Nummer 1. Nummer 2, ich brauche so eine Münze, eine Medaille, wo auf diese Münze, auf diese Medaille ist der Gesicht von unserem König eingraviert. Weißt ihr, in den alten Zeiten hat man so Münzen gemacht mit dem König, mit dem Kaiser. Drittens, kauf bitte viele Eier in dem Market und du wirst sein in einem Zimmer nebenan, mach dir eine Kleider von einem Huhn, also mit Feder, mit so einer roten Karbolet, Kamm. Und du wirst dort sitzen auf die Eier, bis ich dir sage, was zu tun. Und du wirst sehen, alles wird gut sein. Gut. Rabbi Avraham Eben Ezra kommt mit den Kleidern vom Bischof, ganz verkleidet. Und der König liegt in seine Schaukelmatte. Hängematte. Wie heißt das? Sänfte. Und schaukelt sich. Und der Avraham Eben Ezra sagt ihm, du willst wissen, wo ist Gott? Zeig mir, wo Gott ist nicht da. Gott ist überall. Gott ist überall. Du willst wissen, wo ist das Zentrum von der Welt? Hier, deine Schaukel. Du kannst messen jetzt die ganze Welt. Ich sag dir, es ist hier. Du willst wissen, wie viel bist du wert? Du bist wert diese Münze, diese Medaille. Und soll ich dir sagen, was du denkst? Du denkst, dass ich bin der Bischof. Aber ich bin nicht der Bischof. Ich bin Avraham Eben Ezra. Und du willst etwas sehen, was hast du noch nicht gesehen? Komm. Und er nimmt ihn zu dem anderen Zimmer. Und er zeigt ihm, wie der Bischof sitzt auf die Eier und macht so. Und der König hat so gelacht und er hat gesagt, Avraham Eben Ezra, weil du so klug bist, ich befreie dich von Sklaverei und ich mach dir freier Mensch, du brauchst nicht jetzt weiter diese Arbeit machen. Hat sich
Nein, der Bischof hat Kukuriku geschrieben. Ja. Помог бишопу, и он сказал, для этого мне нужно одеть твои одеяния, мне нужна одна золотая монета с твоим профилем, где твоя гравировка на монете есть, потом мне нужно много-много яиц и костюм одного петуха с перьями и с красным гребешком. Они все подготовили, на следующий день раби Авраам переоделся бишопом и пришел к королю и говорит, ты спросил, где есть Бог? Я тебя спрашиваю, что Бог везде. Ты мне лучше скажи, где нету Бога, потому что Бог везде вокруг нас. Ты спросил, где центр мира? Центр мира находится как раз на этом месте, где ты сейчас. И ты можешь отсюда начать измерять весь мир. Ты думаешь, сколько ты стоишь? Ты стоишь вот одну вот эту монетку золотую. И ты думаешь, что я это бишоп, но я не бишоп. Меня зовут раби Авраам, а пойдем я тебе еще кое-что покажу, что ты еще никогда не видел. И они пошли в соседнее помещение, где сидел бишоп на вот этой огромной горе яиц в костюме петуха, курицы, да, и кукарекал. И тогда король рассмеялся, поблагодарил раби Авраама и сказал, что ты такой умный, такой гениальный, я тебя освобождаю от рабства и что ты отныне свободный человек. Курица кукурику, das habe ich verstanden. Ja, das war auf den Eiern. Курица und кукурику. Will jemand was fragen, was bemerken? Habt ihr was auf dem Herzen? Ansonsten wünsche ich euch alle einen gesunden Sommer mit viel Genuss von Früchte, mit viel Genuss von Getränke, mit viel Genuss von Eis, mit Brachot, mit guter Dankbarkeit an alles, was man bekommt und das Wichtigste, nichts alles selbstverständlich sein. Gott hat uns gegeben so einen vielfältigen Geschmack in dieser Welt. Soll man bedanken? Und wenn man bedankt, bekommt man mehr. Was passiert, wenn du bist eingeladen und die Gastgeberin gibt dir Kuchen? Und du isst die Kuchen und sagst, oh, gut, am Chaye, schmeckt, lecker, einmalig. Was sagt die Frau, wenn du so viele Komplimente sagst? Was sagt sie? Dankeschön. Nein. Vielen Dank. Dankeschön. Nein. Was sagt sie? Ein Kind, ein Mann isst Reis und Hähnchen. Reis schmeckt dem Mann, der sagt seine Frau, ach, dieser Reis schmeckt traumhaft. Was sagt die Frau? Genau, wollen Sie noch? Wollen Sie noch ein bisschen? Also, wenn man sich bedankt, zieht man noch ein bisschen. Das nennt man Zuschlag, ja? Möchten Sie noch ein bisschen? Wenn ein Mensch ist dankbar, kriegt er mehr. So ist das. Und insbesondere, wenn er auch für den anderen denkt. Ich weiß, wenn mein Kind kommt zu mir und sagt, Papa, gib mir Süßigkeit. Ich gebe. Danke, danke. Darf ich noch eine? Okay, bitte. Darf ich noch eine? Nein, genug. Aber ich will von meinem Bruder eine Süßigkeit. Oh, bitteschön, nimm für deinen Bruder eine Süßigkeit. Darf ich doch noch eine? Ja. Also ein Mensch, wenn er will, mehr die Kraft, um mehr zu ziehen in dieser Welt, ist Danke, ist Dankbarkeit und auch Denken über den anderen. Dann hast du gut und genug und es ist alles gut und fein. Bleib alle gesund und stark. Amen. Danke, danke.